Liebe Mitglieder, viele von euch haben die unsäglichen Aussagen von Hannes Jänicke und Sky Dumont in der Sendung 3 nach 9 von Radio Bremen gesehen und haben sich darüber natürlich heftigst aufgeregt, zu Recht. Und vor allem Herr Jänicke stellt dort falsche Behauptungen auf über die deutsche Mitwirkung, die uns alle natürlich den Zorn ins Gesicht getrieben haben. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass diesen selbsternannten Experten von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der dort anwesenden Reporter in keinster Weise widersprochen wurde. Natürlich ist die Meinungsfreiheit in Deutschland sicherlich unser höchstes Gut, aber wenn so Unwahrheiten einfach im Raum stehen gelassen werden und nicht diskutiert oder widersprochen werden, dann geht das natürlich gar nicht, wenn man einen ganzen Berufsstand diffamiert. Zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte haben in den letzten Tagen schon mit Wutbriefen reagiert und auch an die Redaktionen geschrieben. Wir haben protestiert, dass diese Aussagen nicht in Ordnung sind, und das ist auch richtig so. Auch wir als Bauernverband und gerade der Bremer Bauernverband und auch die im Norddeutschen Rundfunk sitzende Rundfunksratsmitglied des Bauernverbandes haben sich dort für eingesetzt, dass das klargestellt wird. Dies alles muss dazu führen, dass das Bild der Tierhalter und gerade der Milchviehhalter in einer Gegendarstellung auch wieder gerade gerückt wird. Die beiden Protagonisten, sowohl Sky Dumont schriftlich als auch Hannes Jänicke in einem Audio, haben sich schon entschuldigt bei den Landwirten. Sky Dumont kann man das abnehmen, bei Hannes Jänicke kommt einem das vor, dass er im Wesentlichen ja die Vermarktung seines Buches im Auge hat. Und das lehne ich natürlich kategorisch ab, das ist nicht in Ordnung. Er berichtet darin in seinem Audio, dass er in Bayern auf dem Lande lebt und dass er weiß, wie kleine Betriebe funktionieren. Und er meint, dass nur Tierwohl in diesen ganz kleinen Betrieben gelebt wird. Und dem widersprechen wir natürlich auf das Schärfste. Ja, und wir haben jetzt auch als Deutscher Bauernverband und wir als HBV uns überlegt, dass wir diese Herren mal zur Schulung einladen, ihnen mal zeigen, wie Tierwohl aussieht auf milchviehhaltenden Betrieben, auch bei uns vielleicht hier in Essen. Andrea Ranfar hat das schon mit Judith Rakers versucht. Sie will auch dieser Einladung gerne folgen. Ich denke, das muss der Weg sein, wie wir hier reagieren und wie wir daran arbeiten. Also wir sind dort auf allen Ebenen, in allen Bereichen tätig. Und wir versuchen, diese Diffamierung der Milchviehhaltung, der Rinderhaltung ganz klar zu widersprechen und versuchen alles, dass der Bevölkerung ein objektives Bild der Tierhaltung in Deutschland gegeben wird.